Moin, willkommen zurück in Austin bei mir. Heute wieder am Schreibtisch. Heißt, das, was ich euch heute zeige, wollen wir uns wieder ein bisschen genauer angucken, genauer unter die Lupe nehmen. Ja, ich habe ja die letzten Videos Sachen ausprobiert, die Dominik mir letztes Jahr, Ende letzten Jahres geschickt hatte, als ich in Deutschland war. Und da waren halt Sachen aus den Niederlanden, zum Beispiel die verhüllte Hand und so weiter. Ein Produkt ist jetzt noch übrig und ihr seht es ja am Titel, ich muss es nicht so spannend machen. Es geht um eine Frisiercreme von Sier Ihre Schmoos, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, also die nicht mehr auf dem Markt ist. Ja? Ihre Schmoos kennt man ja normalerweise als Aftershave. Hier habe ich es im kleinen Flakon, gibt es auch im größeren. Findet man eigentlich in fast jeder Drogerie in Deutschland. Meistens gibt es da dann auch noch ein Deo und ein Eau de Toilette. Und wenn man auf der Website guckt, wie gesagt, gibt es das Aftershave, das Eau de Toilette, das Deo und ein Pre-Shave-Rasierwasser gibt es da auch noch. Und das ist im Grunde die Produktpalette, die es von dieser Marke Sie Ihre Schmoos gibt. Früher gab es da aber noch weitaus mehr Produkte, die leider nach und nach wohl vom Markt verschwunden sind. Aber eines der Produkte habe ich glücklicherweise zugeschickt bekommen. Deshalb können wir uns das gleich mal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, ich kann es ja schon mal in die Kamera halten. Kommt in so einem Karton hier, Sier Ihre Schmoos, ja, also eigentlich ist Sir gemeint, aber in der Fernsehwerbung wurde es immer Sier ausgesprochen, Sier Ihre Schmoos, Sier Fix Frisiercreme mit Kaptol aktiv, was auch immer das ist, ja, aber gucken wir uns mal genauer an, was wir in der Verpackung hier eigentlich finden und ob das Produkt noch anwendbar ist und dann gibt es natürlich nachher auch einen kleinen Test, ja, also einmal kurz die Perspektive wechseln. So, und jetzt können wir uns nochmal genau angucken, was wir hier haben. Ich kann ja nochmal kurz das Aftershave zeigen. Ja, man sieht, ich habe bei den etwas kleineren Flakon und ich habe den schon mehrere Jahre und da ist immer noch einiges drin. Liegt daran, dass das nicht so unbedingt mein Lieblingsduft ist. Der ist relativ intensiv und so ein bisschen stechend. Deshalb ist es okay, man kann es nehmen. Manche lieben es, soweit ich weiß, aber es zählt nicht zu meinen Lieblingsdüften. Okay, und jetzt aber das Objekt des heutigen Videos, das Objekt der Begierde, die Sear Fix Frisiercreme mit Kaptol aktiv, was auch immer das ist. Hier haben wir erstmal die Pappschachtel, wo das Ganze drin ist. Also Sear Ihre Schmoos Frisiercreme mit Kaptol aktiv bändigt widerspenstiges Haar und macht es frisierwillig, ohne zu fetten. Trockenes und stumpfes Haar wird sichtbar gepflegter und vitaler. Sear Ihre Schmoos Frisiercreme angereichert mit dem speziellen Wirkstoff Kaptol aktiv. Und was ich schon gesehen habe, es gibt auf der Packung, genau wie auf der Tube darin, keinerlei Liste der Inhaltsstoffe. Ist interessant. Ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage sich da verändert hat, aber offensichtlich musste man damals noch keine Inhaltsstoffe angeben bei Kosmetika. Nehme ich jetzt mal an, weil wirklich nirgendwo Näheres zu finden ist. Und deshalb habe ich auch keine Ahnung, was Kaptol aktiv ist. Vielleicht war ja damals auch ein ähnlicher Trick möglich wie in den USA bei Kosmetika. Da konnten sich Firmen auch manchmal Wirkstoffe ausdenken. Zum Beispiel Vitalis with V7, glaube ich, oder V5 oder irgendwie sowas. Was einfach nur irgendwie so ein Marketing-Gag war, um das Produkt zu verkaufen. Aber es gab im Grunde keinen Wirkstoff, der so heißt. Oder da war nichts drin außer Wasser, Alkohol, ein bisschen Öl und Parfüm, ja. Deshalb, ja, vielleicht ist Ka aktiv Kaptol oder Kaptol aktiv auch eher so ein Marketing-Gag oder wenn es wirklich drin ist, ja, man findet halt nur anhand der Verpackung nicht raus, was es ist. Okay, es ist wie es ist. Gucken wir mal rein. So, da ist erstmal so eine Art Broschüre. Einseitig bedruckt und in dieser kleinen Broschüre sieht man im Grunde aus der damaligen Zeit, 70er, 80er, die Produktpalette. Pre-Shave Lotion und Aftershave Lotion, das gibt es ja beides heute noch. Rasierschaum, Rasiercreme, Rasierseife leider nicht mehr. Also so eine Ihre Schmoos-Rasierseife wäre natürlich auch ein schönes Stück in der Sammlung. Dann haben wir hier noch Herrenseife, Kordelseife für Dusche und Bad. Eau de Cologne Spray, das gibt es heute auch noch. Wobei heute heißt es, glaube ich, Eau de Toilette. Das heißt, vielleicht wurde die Duftintensität noch ein bisschen erhöht. Hier so ein Typ wie aus der alten Sier Ihre Schmoos-Werbung, so ein Naturbursche.
Ja, die Werbung war ja sehr so auf männliche Klischees vom Naturburschen ausgerichtet. Also in der Einwerbung, die ihr auch in meiner Vintage-Werbespots-Playlist sehen könnt, gibt es halt so einen Typen wie ihn hier, der irgendwie im Wald aus seiner Hütte kommt und mit seinem Hund in die Natur hinauszieht. Und in der anderen Werbung gab es so einen Highlander-Verschnitt oder so einen William Wallace auf seinem Pferd. Also ja, und man sieht auch die ganzen Hintergründe, alles immer so mit Natur, Wasser, Steine, sehr auf Mann und Natur ausgelegt. Im Gegensatz zu Tabak zum Beispiel. In der Tabakwerbung waren die Männer halt immer so Macher, die halt telefoniert haben und mit dem Cabrio zur Arbeit gefahren sind und da im Büro alles geleitet haben und so weiter. Also ein bisschen eine andere Zielgruppe vielleicht auch. Okay, gucken wir mal kurz weiter. Hier sind Haarprodukte, Schuppenshampoo, Haartonic und Frisiercreme Sear Fix. Haartonic wäre natürlich auch interessant in der Sammlung. Und dann haben wir noch Antitranspirant-Spray und Deodorant-Spray. Genau, das Deo gibt es auch heute noch. Und ansonsten ist von dieser Produktpalette leider nicht mehr alles übrig. Hier nochmal das Logo. Siehe Ihre Schmoos. Auf jeden Fall klasse, dass ich überraschend eine Sie Ihre Schmoos Frisiercreme bekommen habe. Gucken wir uns mal die Tube an. Ist eine relativ kleine Tube, also wesentlich kleiner als zum Beispiel von der Brisk oder auch von der Tabak Frisiercreme. Und da sehen wir nochmal das schöne Design mit dem Wappen. 4711, also auch aus dem Haus. Na, wie heißt es nochmal? Meurer und Wirz. Ja, und ansonsten, also steht nicht viel drauf. Sie Ihre Sierfix Frisiercreme, Sierfix Haircreme. Und da können wir uns gleich mal angucken, ob man mit dieser Creme noch was anfangen kann, da sie ja auch schon ein bisschen älter ist. Aber das machen wir dann vielleicht gleich im Bad. Also ziehen wir einmal kurz um. So, die Schranktür darf natürlich nicht fehlen. Gut, dann gucken wir mal. Die Haare sind, ich würde sagen, die sind ziemlich fettfrei. Also ich hatte die Tage immer nur ein bisschen leichte Pomade drin. Das heißt, ich habe ganz gute Startbedingungen, um auch beurteilen zu können, ob die Frisiercreme ihren Dienst tut. Deshalb öffnen wir mal in freudiger Erwartung die Tube. Ja, ist schon ein bisschen was rausgekommen, macht nichts. Und der Duft ist interessant. Also riecht überhaupt nicht wie das irische Moos Aftershave, was schon mal gut ist, denn wie gesagt, ist nicht unbedingt einer meiner Lieblingsdüfte und ich weiß nicht, ob ich den auch den ganzen Tag in meinen Haaren haben wollte. Aber das hier ist ganz anders. Und das erinnert mich sehr, wenn es nicht sogar fast oder wenn es nicht sogar identisch ist mit der DDR-Brisk, also mit der Fan oder Fan oder wie auch immer man sie ausspricht. Ja, die Frisiercreme der DDR, über die ich ja auch schon ein Video gemacht habe. Also ich würde sagen, dufttechnisch fast genau. Oder ich habe die andere jetzt nicht hier und kann es nicht vergleichen, aber erinnert mich spontan sofort absolut an diese Fan-Frisiercreme. Ja. Okay, das heißt, der Duft sagt mir zu. Bin ganz beruhigt, dass es nicht wie das Irish Moss Aftershave riecht. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob die auch hält. Allein schon, weil diese Tube halt einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Ja. Und es gibt manche Frisiercremes, die dann irgendwann nach so langer Zeit überhaupt nichts mehr taugen, wo sich dann die Stoffe voneinander trennen und die Konsistenz völlig verloren geht. Deshalb gucken wir mal. Ja, ich fange erstmal vorsichtig an. Nicht, dass mir davon gleich alle Haare ausfallen oder so. Man sieht aber schon, so wie ich sie in der Hand habe, wirkt sie relativ solide. Also auf jeden Fall würde ich sagen, weniger flüssig als eine neue Tube Brisk. Ich kann ja mal ein bisschen verteilen. Also flüssiger als Fan auf jeden Fall. Vielleicht so eine Liga mit Tabak-Frisiercreme wird natürlich Sinn machen, wenn es auch aus dem gleichen Haus ist, Meurer und Wirz. Vielleicht die gleiche Rezeptur und nur mit einem anderen Duft versehen. Und dann kann ich ja schon mal ein bisschen was davon in die Haare einarbeiten.
So, versprochen wird der Frisieren ohne Fettglanz. Was ja auch überhaupt so das Ding bei Frisiercremes war, die wurden natürlich immer damit angepriesen, dass man damit ohne Fettglanz frisieren kann, im Gegensatz zu Pomade und Haaröl, was es halt vorher schon gab. Okay, ja. Und dann einmal durchkämmen. Ich würde sagen, die Menge reicht schon. Ja, zum Durchkämmen gibt es natürlich nicht viel zu sagen. Es ist halt eine Frisiercreme. Also da gibt es keinen Widerstand oder ähnliches. Wie bei manchen Pomaden, besonders bei festen Pomaden. Haare lassen sich 1A frisieren. Halten so erstmal. Und was diese Frisiercreme dann im Endeffekt taugt, das zeigt sich dann natürlich im Verlauf des Tages. Das heißt, ob die Frisur dann auch einigermaßen erhalten bleibt oder ob sie irgendwann in sich zusammenfällt und völlig aufgibt, ja. Aber soweit würde ich sagen, bin ich erstmal ganz adrett frisiert. Wie gesagt, vorher war nichts mehr drin, vielleicht minimales Build-up von weicher Pomade, aber ich habe nicht viel genommen und habe heute Morgen auch meine Haare shampooniert, habe sie dann lufttrocknen lassen nach der Dusche, nicht geföhnt oder so. Ja, das heißt, so jetzt erstmal ist das Ergebnis zufriedenstellend und der Verlauf des Tages wird dann zeigen, was ich im Endeffekt davon halten kann. Ich denke aber, ja, was soll ich mit dieser Frisiercreme machen? Soll ich sie anwenden in der Angst, dass sie doch irgendwann kippt oder nichts mehr taugt? Oder soll ich die Tube schön als Andenken oder als Ausstellungsstück behalten, solange die noch schön voll ist und nicht so zerknittert, wie sie denn irgendwann später aussieht? Das ist so eine Metalltube und keine Plastiktube, wie zum Beispiel bei Brisk. Ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall keine Frisiercreme, wo ich sagen würde, ja, das ist was ganz Besonderes, denn also aufgrund des nostalgischen Werts oder der Seltenheit ist sie schon besonders. Aber was Duft und Performance angeht, also von der Performance her ist sie halt fast wie Tabakfrisiercreme, würde ich sagen, vom Duft wie Fan. Das heißt, es ist nichts, was ich im Alltag nicht durch ein anderes Produkt wie Fan oder Tabakfrisiercreme ersetzen könnte. Ja? Deshalb bin ich eher geneigt, dieses hier ihre Schmoos-Frisiercreme ja so als Ausstellungsexemplar, als Museumsstück zu behalten. Ja? In so einer kleinen Vintage-Vitrine, die ich mir vielleicht irgendwann mache oder einfach so in meinem Frisiercreme-Regal, und das ist eine, die ich aber dann besser nicht anrühre, damit sie mir erhalten bleibt. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, super Produkt, hält, duftet gut und wirklich schade, dass sie nicht mehr hergestellt wird. Also würde ich sonst wahrscheinlich regelmäßig benutzen, genauso wie vielleicht ihre Schmoos Haarwasser, Rasierseife, Rasiercreme, Duschseife. Ich glaube, das würde ich alles gerne mal ausprobieren, aber gibt es leider nicht mehr. Ja? Okay, gut. Ich würde sagen, das ist soweit alles, was es zu diesem Produkt zu sagen gibt. Meld mich wieder, wenn ich was anderes Interessantes habe. Bis dahin, macht es euch in meinem Schrank bequem und wir sehen uns.